Ja, tauch Leute, weiter geht's mit Ascendancy. Im Hintergrund hört ihr schon die Bali Fliden Musik. Also das ist immer hier die Musik, wenn man die Bali Fliden kontaktiert. Ich habe das nochmal hier zu Ehren der Jungs gemacht, weil ich denke mal, dass sie nicht mehr so lange überleben. Wir haben ja den Planet hier Kornhub 2 das letzte Mal schon eingenommen. Ein Planet der Gaia-Klasse, sehr ertragsreich. Und jetzt steht ja hier noch Kornhub 4 auf dem Programm. Da haben wir auch schon drauf geschossen und ja, oder schießen, beziehungsweise jetzt drauf. Und die Bali Fliden möchte mit uns auch sprechen. Wie wär's mit Frieden? Nee, kann ich leider nicht machen, weil ihr habt nämlich nur noch einen Planet. Und der muss jetzt gleich auch dran klauben. Genau. Wir holen wieder den Plasmatron raus, der zugegeben hier wieder eine super weite Reichweite hat. Also keine Chance hier, des friedenliebenden Volkes, das wollte ich sagen. Machen das jetzt auch mit der genau gleichen Taktik. Wir schießen wirklich hier wieder achtmal drauf, hoffen dann, dass die Verteidigung so gut wie zerstört ist. Jetzt das Ladegerät. Und nochmal 4 Schuss. Die Schilde sind noch da. Ich denke mal, dass die... Nee. Halten immer noch aus. Ist jetzt ein bisschen schade, weil ich dachte ja eigentlich, dass wir vielleicht 3 Planeten kriegen könnten. Aber den anderen haben sich die Millionen schon gegriffen. Also das ist das Einzige, was meiner Planung ein bisschen nicht ganz aufgeht. Aber ja, ich nehme an, so stark sind die auch nicht. So, da hat jetzt insgesamt... Ja, 39 Tage brauchen sie noch, bis sie das nächste Schiff haben. Also das wird definitiv nichts werden. Hier ist auch noch unser Conqueror auf dem Planeten. Den brauchen wir jetzt auch nicht rausnehmen. Wir machen einen Tag weiter und dann werden wir jetzt den zerstören. So wichtig ist, denke ich mal, der Planet hier gar nicht. Aber ja, wir wollen ja die Rasse jetzt auslöschen. Dann sieht es etwas aufgeräumter aus. Aber langsam müsste es doch jetzt schon reichen. Ja, eine Missile Base ist noch drauf. Und mich haben auch schon ein paar Leute angeschrieben, Mensch, pass ja auf, wenn du jetzt schon alle platt machst, dann sehen wir ja nicht den vollständigen Tech 3. Und da kann ich euch beruhigen, ich werde das erste Spiel, habe ich immer gesagt, ist so ein bisschen auch Schaulaufen. Da werde ich das so machen, dass wir den kompletten Technologiebaum auf jeden Fall sehen werden. Und das geht jetzt ja auch alles ein bisschen schneller, wenn wir nämlich jetzt erstmal... Ah, Moment, da hätte ich, glaube ich, hier auf diesen Knopf drücken können. Da müsste nämlich das Schiff nur ankommen hier. Ja. Und hier auch Invasion. Ein Krieger. Und damit haben wir 10 Kolonien. Ja, der Planet hier eigentlich komplett ausgefüllt. Den lasse ich einfach so. Der gibt hier auch 13 Forschung pro Tag. Die jetzt nochmal umzubauen, wäre natürlich... eigentlich die richtige Taktik, aber ja, ich bin da auch ein bisschen faul. Und ich sehe es mal so, ich habe jetzt ja 13 Forschungseinrichtungen mehr bekommen, als eigentlich, als ich ja eigentlich davor hatte. Deswegen ist das schon ganz gut. So, Schiffswerft, nee, keine Schiffswerft. Wir brauchen natürlich hier orbitales Dock, wäre nicht schlecht. Und dann bauen wir ein bisschen auf Verteidigung. So, und damit müsste jetzt hier... Müssten die Ballifliden keine Flotte, keine Kolonien mehr haben. Entdeckung, das bringt die nicht wirklich viel. Hatten jetzt auch noch Krieg. Ja, ich wollte gerade sagen, mit den Kamanchis, aber das sind wir ja. So, mal schauen, wie es aktuell aussieht. Also hier die Minionen gegen die Mebes und die Orpha noch im Krieg. Und die Abrilen, die könnte man theoretisch auch rausnehmen. Die haben 3 Kolonien. Das... Sieht eigentlich nicht schlecht aus. Jetzt muss ich mal schauen, was unsere Planeten denn noch so hier machen. Keine freie Bevölkerung. Ich könnte nämlich wieder mal was gebrauchen. Wobei, ja, wir warten erstmal noch, bis die Forschung hier wieder ein bisschen abgeschlossen ist. Die Balifliden wurden ausgelöscht. Das habe ich jetzt leider ein bisschen schnell weggeklickt. Ich hoffe, ihr konntet es aber noch sehen. Die sind also definitiv nicht mehr da. Ja, und jetzt bleiben hier noch die Mebes übrig, die mir ja auch ziemlich gut gefallen. Die Mebes haben hier angeblich auch einen Planet. Wenn ich das Gelbe richtig deute. Ja, Kornhub 1 gehört den Mebes. Ach so, gar nicht den Mionen. Oder die haben es vielleicht wieder eingenommen. Ja, wahrscheinlich, ja. Die sind ja im Krieg mit den Mebes. Also da haben wahrscheinlich die Mebes den Planet zurückerobert.
Ah ja, gegen wen soll ich mich denn jetzt auflegen? Auflehnen. Ich weiß es nicht. Vielleicht auch einen am besten neben, der aktuell überhaupt nichts zu tun hat. Aber halt von der Lage her wären die Mäbe schon richtig gut. Die haben nämlich hier auch die Planeten hier direkt bei mir in der Gegend. Während, naja, hier haben wir noch... Hier haben wir die Handschack. Gerade neu übernommen. Also der bringt nicht wirklich viel. Ich will ja auch von irgendwas gewinnen. Der Planet auch nicht wirklich toll. Wie viel... Systeme haben die denn, die Handschack? Die haben 4 Stück. Wo sind denn dann die guten Planeten von denen? Sehe ich jetzt hier gar nicht. Haben wir offensichtlich noch nicht gesehen. Ich werde auf jeden Fall nochmal ein Schiff bauen mit ganz, ganz viel Antrieben, dass wir hier nochmal schnell alles erforschen können. Und park jetzt einfach mal hier das Freedom-Schlachtschiff mal zwischen. Ah, genau. Hier kommen jetzt auch meine Produktionsplaneten. Arbeitslose Bevölkerung. Ja, da lässt sich jetzt wieder was bauen. Da machen wir natürlich jetzt hier noch... Nee, zu schnell geklickt. Kein Habitat. Bitte ein Metroplex können wir ruhig schon bauen. Ja, und hier bauen wir Metroplex und dann weitere Forschungseinrichtungen. Gut, das Ganze hier fertig. Wir warten erstmal ab, wie sich das hier alles so ein bisschen entwickelt. So, 8 freie Bevölkerung haben wir hier. Würde ich sagen, baue ich die Felder, die offen sind, noch mit Forschungscampus voll. Dann nützt das wenigstens noch ein bisschen was. Und wir haben immer noch kein Internet. Also, lustig gesagt, natürlich kein Internet hier im Spiel. Ohne Internet, glaube ich, würdet ihr jetzt gerade alle gar nichts sehen. Hyperkraftwerk ist hier auch schon. So, die Forschung ist fertig. Darauf habe ich ja gewartet. Jetzt können wir uns hier die Hyperstrahlung eventuell als Projekt annehmen. Van Creek Hyperspleiß. Das ist auf jeden Fall eine neue Antriebsform. Und der Hypersprit. Haben wir noch irgendwas hier oben, was wir vielleicht nochmal machen müssen? Hier die Ingenieurskonferenz. Ich glaube, das ist aber, wie gesagt, Sackgasse. Da kommt nichts raus. Kein weiteres Projekt. Dann nehmen wir mal die Hyperstrahlung. Das machen wir mit unserem Talent hier. So, Hyperstrahlung fertig. Hyperwellen Tympanum. Was auch immer das ist. Aber 2 neue Projekte, das ist viel wichtiger. Der Notteleport, ich glaube, das ist eine sehr, sehr gute Technologie. Wenn es das ist, was ich mir gerade vorstelle. Ich nehme jetzt erstmal den Hypersprit. Auch wenn der nicht wirklich viel taugt. Arbeitslose Bevölkerung. Hyperkraftwerk ist auch da. Ja, dann können wir jetzt schon mal hier einen Metroplex draufbauen. Ja, Forschungscampus fertig. Das werden wir jetzt einfach hier weiter fortsetzen. Hier jetzt auch wieder Metroplex drauf. Ja, und wenn jetzt gleich unser großer Produktionsplanet wieder freie Bevölkerung hat, dann werden wir da auf jeden Fall noch ein bisschen was draufbauen. Hier nochmal gerade Forschungscampus. Orbitales Dock fertig, okay. Reißen wir mal eine von diesen Wohnkapseln ab. Geht gar nicht. Wundert mich gerade so ein bisschen. Dann reißen wir halt das Ding ab, weil ich würde auf jeden Fall gern noch hier das Hyperkraftwerk draufbauen. Na, wobei, das rentiert sich jetzt nicht so. Wir sind noch unter 10 Industrie, also unter 10 pro Tag. Da ist das, glaube ich, nicht so sinnvoll. Ich baue es trotzdem mal. So, aber jetzt genau. Unser großer Planet hier hat wieder freie Kapazitäten. Und da werden wir jetzt mal ein Schiff bauen. Muss eigentlich nicht groß sein. Oder beziehungsweise, doch, muss nicht riesig sein, so wollte ich sagen. Es wird ein reines Forschungsschiff. Und ihr seht ja auch hier diesen Hyperspleiß, der besorgt uns 2 von den Energievorräten. Und ich werde jetzt mal das Schiff so ein bisschen
anders bauen. Hier vielleicht mit zwei solchen Antrieben. Wobei, wie gesagt, ich das nie groß so ausprobiert habe, aber halt jetzt hier... Da bauen wir jetzt fast alles zu, dass der halt einfach super schnell ist. Was brauchen wir eigentlich noch? Sonst eigentlich nichts. Ja. Keine Waffen an Bord. Ist, wie gesagt, ist eine Spielerei, den Aufklärer, den muss man nicht so bauen. Ich hoffe, dass ich nichts vergessen habe. Den nennen wir natürlich Voyager. Und 19 Tage ist, ja, wir ziehen das Spiel so ein bisschen raus. Natürlich könnte man hier den Sack schon zumachen, aber das will ich an der Stelle nicht. Ich warte erstmal ab, wie sich das hier mit den anderen Computergegnern entwickeln wird. So, hier auf jeden Fall wieder. Ich wundere jetzt gerade ein bisschen hier. Der Planet ist voll und die Maus wird ruckelig. Ich weiß nicht, ob das hier irgendwie einen Einfluss drauf hat. Wirklich ziemlich lahm gerade alles gewesen. So, hier auch. Forschungscampus. Nochmal abchecken, gerade wie die Kolonien liegen. Oh, offensichtlich haben die Mebis noch eine Kolonie dazu gewonnen. Und wir liegen nur eine Kolonie hinter den Mionen. Oder Minionen. Ja, aber momentan wirklich noch stark in Führung. Brauchen wir uns also keine Gedanken machen. Es hat ja auch jemand in den Comments gesagt, dass die Antag-Mod, also quasi den AI-Mod, den ich ja dann nochmal spielen will, dass sie gar nicht so schwer sein soll. Ich habe es, wie gesagt, noch überhaupt nicht angetestet. Der Cool Pac-Man schreibt ja immer, nicht Cool Pac-Man, Boss Game hat ja geschrieben, dass das doch schwieriger sein soll. Ich lasse mich da komplett überraschen. Nochmal hier Forschungscampus. Ich gehe halt jetzt wirklich mehr auf Forschung, weil produktiv haben wir eigentlich zwei richtig gute Planeten. Hier, das ist, glaube ich, unser erster Planet, Parsimony 1. Da machen wir auf jeden Fall auch noch eine Forschungscampus drauf. Wir brauchen ja noch Platz dann überall fürs Internet, wie sich das anhört hier. Ist schon im Weltraum unterwegs, dann hat man kein Internet. Ja, so war das ja auch mit unseren... Ah, hier übrigens, Voyager ist fertig. So war das ja auch mit unseren lieben US-Amerikanern, die den Mond ja bekanntlich in den 60er Jahren besiedelt, hätte ich jetzt fast gesagt, also besucht haben. Gab es auch noch kein Internet und die haben es ja angeblich auch geschafft, auch wenn es da ja Mengen an Verschwörungstheorien gibt, die ich aber jetzt hier nicht diskutieren will. Könnt ihr in den Comments machen. Gibt sehr gute Dokus immer ab und zu mal und ihr seht ja mal, wie schnell das hier funktioniert jetzt mit dem Fliegen und wir haben direkt 4 neue Sternstraßen gefunden. Und die werde ich jetzt einfach alle mal abfahren. So, ich baue mal den Metroplex hier aufs rote Feld. Keine Ahnung, ob das den Bonus dann noch gibt. Okay, hier vielleicht nochmal eine Megafabrik drauf. Und das nächste System gefunden. Ja, und wir sehen's, Bossgamer hat in dem Sinne auf jeden Fall recht, das Schiff kann länger fliegen mit den Antrieben. Oh, Forschung auch fertig. Oh ja, der orbitale Kurzstreckenwopper hier, das ist eine Verteidigungseinrichtung wieder für den Orbit, ersetzt quasi die Raketenbasis, ziemlich stark. Das Kopierwerk Entwaffner. Also jetzt kommen die interessanten Sachen und die dauern auch gar nicht so lange. Machen wir mal direkt hier Energieumleitung. Müsste bald fertig sein. So, Hyperkraftwerk hat jetzt, ja okay, hat noch immer noch drei Industriepunkte hier vergeben. Gut, an der Stelle erstmal bauen wir hier noch einen Metroplex hin. An der Stelle machen wir erstmal wieder Schluss und schauen dann uns beim nächsten Mal an, was die Technologie Neues bringt. Und natürlich hier auch in den Sternsystemen, die wir bis jetzt immer noch nicht gesehen haben. Und suchen uns dann einen neuen Gegner aus. Hier nochmal kurz die Übersicht, da könnt ihr selbst entscheiden, wen wir denn da mal so angehen sollten. Ich sag ciao, bis zum nächsten Mal. Adios.